Was wir auch aufgreifen wollen, unbedingt, ist natürlich die Vorzüge von Farbedelstein, vielleicht auch gegenüber dem Asset Gold nochmal. Meine Oma hat die ersten Rubine mitgebracht. Es wurde ein Familienschatz angelegt. Meine Mama hat diesen Familienschatz dann nach der Wende erweitert. Wir bieten natürlich aufgrund unserer Marktposition auch einen interessanten Einkaufsvorteil für unsere Kunden. Und damit haben wir ein Gesamtkonzept im Deutschen Edelsteinkonto mit 7 Vorteilen, die sich so am Markt, das kann ich sagen, heute, so wie ich hier sitze, nicht vergleichbar wiederfinden. Und diese Attraktivität wird auch die nächsten Jahre positiv bestehen bleiben. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, nächsten Video hier auf zuvielbezahlt.de. Ja, kein geringerer als Warren Buffett und auch Elon Musk sowie Michael Burry schlagen Alarm. Die ständig steigende Inflation ist der Grund und sie geben natürlich der US-Regierung und natürlich nicht zuletzt der Fed, der amerikanischen Notenbank, die Schuld dafür, dass also hier aufgrund der Notenbankpolitik der letzten Jahre sich die Inflation immer weiter nach oben dreht. Und das ist gefährlich. Ja, viele Anleger flüchten in Gold. Darüber haben wir aber an der Stelle schon sehr oft berichtet und haben auch hier unsere Meinung zum Besten gegeben, in was man hier investieren sollte. Natürlich in physisches, am besten im eigenen Dunstkreis gelagert oder ausgelagert im Ausland, vielleicht dann auch bei größeren Investments im Zollfreilager, beispielsweise in Liechtenstein. Und natürlich ist es außerdem wichtig, weitere außerbörsliche Investments zu machen. Und da gibt es natürlich eine wunderbare Geschichte. Das sind natürlich nicht zuletzt Farbedelsteine. Und da habe ich mir einen ganz besonderen Experten eingeladen, Chris Pampel vom Deutschen Edelsteinkontor, die eine Marktrecherche in Auftrag gegeben haben mit echt gehandelten Steinen. Und das wollen wir uns mal anschauen, ob auch Farbedelsteine die Inflation schlagen können und ob das ein Investment ist, das man seinem Vermögen beimischen kann und vielleicht auch sollte. Und darüber soll es in diesem Video gehen. Wenn das Thema sichere und gewinnbringende Geldanlage, Unternehmertum und Erfolg dein Thema ist, dann solltest du dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen. Nach dem kleinen Intro geht es wie immer los. Bis gleich, dein Marco Reus. Ja, da ist er, der angekündigte Experte, Chris Pampel vom Deutschen Edelsteinkonto. Hallo nach Chemnitz. Hallo nach Bad Kissingen, Herrn Reus. Heute ja, ist das heute wieder miteinander korrespondieren und sprechen. Genau, super. Also ganz genau. Also ich habe es im Vorspann angekündigt. Die steigende Inflation ist natürlich ein Riesenthema aktuell. Ja, es wird immer mehr Ausschau gehalten nach attraktiven Anlagemöglichkeiten. Also über das Thema, über das wir heute hier reden wollen, ist natürlich was, das im langfristigen Bereich angesiedelt ist. Ich habe mir auch mal hier nochmal Ihr Prospekt genommen, weil wir ja doch oder viele Kunden von mir auch mit Ihnen schon jetzt ins Geschäft gekommen sind. Und das ist natürlich auch ganz gut geregelt hier. Also es wird hier von den kurz-, mittel- und langfristigen Anlagen gesprochen. Es ist natürlich wichtig, dass man, also wie gesagt, diese Global Core Strategie spielt. Also dass man also, wie gesagt, ein Kerninvestment hat, das wir immer bezeichnen als ganz plakativ die 3-Speichen-Regel. Also ich sage jetzt mal Aktien, Edelmetalle, Immobilien natürlich, Cash-Positionen, Anleihen, kurz-, mittelfristig, vielleicht auch Unternehmensanleihen. Kann man alles beimischen und die Benchmark dort ist natürlich immer die Milliardärsportfolien, oder sind natürlich immer die Milliardärsportfolien, Stiftungen, Family Offices, Milliardäre, die uns vormachen, wie Geldanlage letztendlich geht. Und da muss natürlich jeder schauen, wo stehe ich mit meinem eigenen Vermögen und wo will ich gerade hin. Und gerade im Bereich der mittleren und gehobenen Vermögen ist es natürlich dann auch immer wichtiger, außerbörslich zu investieren. Und über Gold, wie gesagt, haben wir an der Stelle schon oft gesprochen. Wir haben schon alles gezeigt, wie man in Gold investieren kann, sowohl physisch als auch über Minenwerte, was wir ja auch in unseren Portfolien abbilden. Aber heute wollen wir explizit auch nochmal speziell über Ihre Marktrecherche sprechen, die Sie mir da kürzlich anvertraut haben mit tatsächlich gehandelten Steinen. Und das war für mich auch ein unglaublicher Wert, was da rausgekommen ist. Also deswegen hat es mich beeindruckt, wie gesagt, was da für Wertsteigerungen möglich sind. Und wollen wir natürlich, was wir auch aufgreifen wollen, unbedingt ist natürlich die Vorzüge von Farbedelstein, vielleicht auch gegenüber dem Asset Gold nochmal.
weil es ja keine metallischen Eigenschaften hat, aber das greifen wir jetzt alles nochmal der Reihe nach auf. Also was mir erstmal an der Stelle nochmal wichtig ist für all diejenigen, die Sie und mich so zusammen noch nicht gesehen haben, warum deutsches Edelsteinkonto? Warum soll ich bei Ihnen die Farbedelsteine kaufen und sonst nirgends? Ja, wir fassen das immer zusammen in den Summen, den Vorteilen, die das deutsche Edelsteinkonto bietet. Wir haben da 7 Vorteile definiert und zusammengefasst. Grundsätzlich, Punkt 1, ist die Marktposition des deutschen Edelsteinkontors sehr, sehr gut. Sprich, wir haben die Möglichkeit, den Großhandel zu umgehen und direkt bei der Mine einzukaufen und dadurch Einkaufsvorteile zu erzielen, die wir später auch unseren Kunden weitergeben können. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben einen sehr großen Warenbestand. Das heißt, wir haben Steine in allen Preiskategorien im Bestand zwischen 5.000 Euro bis 350.000 Euro pro Stein und können auch sinnvoll diese Steine miteinander kombinieren, um sehr schöne Portfolios zusammenzustellen. Der dritte Punkt ist, dass wir die 4 Cs, die ja hinlänglich bekannt sind, erweitert haben um 2 weitere Cs. Das heißt, wir haben einen höheren Standard, als der üblich ist. Das heißt, zu jedem Stein, den wir liefern, unter der Begrifflichkeit der 4 Cs, Karat, Gewicht, Reinheit und Farbe, liefern wir noch 2 Dokumente, ein Befundbericht von einem wissenschaftlichen Institut und ein Gutachten von einem vereidigten Sachverständigen. Das sind Dokumente, die später auch bei einem Wiederverkauf entscheidend sind und besonders wichtig sind. Der nächste Punkt hatte ich schon angedeutet. Wir bieten natürlich aufgrund unserer Marktposition auch einen interessanten Einkaufsvorteil für unsere Kunden, den wir dann auch in unseren Angeboten entsprechend ausweisen. Und wenn das Interesse besteht, stehen wir gerne zur Verfügung, das dann zu konkretisieren und auch das Angebot entsprechend auszuweisen, diesen Einkaufsvorteil. Wir haben darüber hinaus ab dem Zeitpunkt der Auslieferung der Steine, die wir zur Verfügung stellen, haben wir ein 4-wöchiges Rückgaberecht. Das heißt, sollte der Kunde mit der Ware nicht zufrieden sein, dann kann er diese Steine jederzeit, innerhalb dieser 4 Wochen jederzeit ohne Angabe vom Kunden zurückgeben. Wir erstatten den Kaufpreis und das Geschäft ist nicht zustande gekommen. Er hat also ausreichend Zeit, um die Dokumente, die wir auch liefern, zu überprüfen, auf Echtheit und Authentizität zu überprüfen. Darüber hinaus bieten wir zusätzlich noch eine Treuhandabwicklung über ein Rechtsanwaltskonto an. Das heißt also, in dem Zug-um-Zug-Geschäft muss der Kunde nicht den Kaufbetrag an uns überweisen, sondern wir können einen Treuhänder dazwischen schalten, um letztendlich da auch nochmal in der Geldbewegung maximale Sicherheit zu bieten für die Kaufabwicklung. Den nächsten Aspekt, der letzte Aspekt, der 7. Vorteil, um damit zu enden. Darüber hinaus bieten wir noch die Verwahrmöglichkeit an, wenn das gewünscht ist, in einem Zollfreilager innerhalb der EU oder auch außerhalb der EU im Fürstentum Liechtenstein. Wir hatten da Herr Reuss schon drüber gesprochen, welche Vorteile das Fürstentum Liechtenstein hat. Und der Vorteil, der mit einer Verwahrung dort verbunden ist, dass beim Kauf der Edelsteine die deutsche Mehrwertsteuer entfällt. Und damit haben wir ein Gesamtkonzept im deutschen Edelsteinkonto mit 7 Vorteilen, die Sie so am Markt, das kann ich sagen, heute, so wie ich hier sitze, nicht vergleichbar wiederfinden. Sehr gut. Also das ist übrigens auch der Grund, warum ich mich damals, wir sind jetzt schon eine gewisse Zeit beieinander, also wir verlinken unten in der Videobeschreibung auch nochmal unsere Landingpage, wie man Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann, wenn das Thema Farbedelsteine ein Thema ist als Anleger, dann kann man hier das als Kontaktformular nutzen. Wie gesagt, dass Sie dort mal ein Angebot erstellen. Also für all diejenigen, die es interessiert, direkt an den Chris Pampel wenden, auf jeden Fall. Er ist der Experte. Und wie gesagt, wir haben auch eine Playlist unten in der Videobeschreibung nochmal zusammengefasst von allen Videos, die wir bisher zusammen gemacht haben, rund um das Thema Farbedelstein. Da sind ganz viele Informationen schon mit drin. Und wie gesagt, die Sicherheit beim Kauf ist natürlich ganz wichtig für jeden Anleger. Also das war auch der Grund, wie gesagt, dieses Rundum-Sorglos-Paket, das ich dort als Anleger wiederfinde, das ist einzigartig. Deswegen, wie gesagt, auch die Zusammenarbeit, vor allem halt auch das nochmal mit dieser Treuhandabwicklung, dass das Zug um Zug abgewickelt wird bei größeren Summen, die wir in der Zwischenzeit ja auch schon bereits zusammen
bewerkstelligt haben, sage ich jetzt mal, also größere Investments über die Bühne gebracht haben mit Anlegern mit großen Vermögen. Und der Grund, warum ich heute dann das Video mit Ihnen unbedingt auch machen wollte, war diese Marktrecherche, die Sie mir kürzlich mal zur Verfügung gestellt haben, weil ich das ja in meinen Beratungen natürlich bei den Anlegern mit großen, mittleren und großen Vermögen immer wieder anspreche, Farbedelsteine, die Wertsteigerung. Also wir blenden dann, wie gesagt, an der Stelle auch mal den Chart ein, dass man das mal sieht. Aber ich war äußerst erstaunt, also was für Wertsteigerung da möglich war. Aber da überlasse ich Ihnen auch mal das Wort als Fachmann, dass Sie mir das mal kurz erklären, was da recherchiert wurde und was das Ergebnis ist. Es waren ja, wie gesagt, echt gehandelte Steine dahinter. Und das ist jetzt mal die Frage an Sie. Wir haben über Inflation gesprochen, langfristiges Investment. Die Vorteile vielleicht ganz kurz vorab nochmal von Farbedelsteinen, außerbörsliches Investment beispielsweise gegenüber physisches Gold. Erstmal die 3, 4 Vorteile vielleicht nochmal aus Ihrem Munde. Ja, die 3 entscheidenden Vorteile von Edelsteinen ist zum einen, es ist ein mobiler Sachwert. Und mit mobil meine ich, der ist in jeder Lebenslage mobil, weil ich auf engsten Raum, auf kleinsten Raum maximal Vermögen konzentrieren kann. Und zwar in der Eigenschaft, dass es keine, wie bei Gold, metallischen Effekte aufweist. Sehr gut. Heißt, es sind ja halt Edelsteine und keine Edelmetalle. Genau. Damit bleibe ich auch länderübergreifend immer mobil. Das ist der eine Punkt, die Vermögenskonzentration und natürlich auch der Aspekt der Wertentwicklung, der Wertspeicherung über einen längeren Zeitraum hinweg. Und wir sprechen bei Edelsteinen, Farbedelsteinen, von einer Beimischung im langfristigen Teil des Portfolios. Das heißt, erst dann, wenn im kurzfristigen Bereich ausreichend Rücklagen vorhanden sind, im mittelfristigen Bereich Depotvermögen ausreichend vorhanden sind, auch im mittelfristigen Bereich tatsächlich nur eine Rendite erwirtschaftet werden kann, ja, im aktuellen Umfeld. Und dann erst, wenn diese Komponenten erfüllt sind, widmen wir uns den langfristigen Teil des Vermögens und da gehören Immobilien dazu, Goldinvestments, Firmenbeteiligungen und zum kleinen Teil, wir sagen bis zu 5%, 5 bis 10% Farbedelsteine, hervorragend auch geeignet, um vielleicht in die nächste Generation Vermögen zu übertragen auf intelligente Art und Weise. Aber wenn ich jetzt die Wertsteigerung dieser Marktrecherche sehe, also wir wollen da die Leute jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen, sagen Sie uns doch mal, was da in den letzten Jahren an Wertsteigerung möglich war. Also die letzten Jahre, ich kann von diesem Jahr sprechen. Wir blenden es hier mal ein, den Chart, also dass Sie an meiner Seite, Sie können was dazu sagen, was das für Steine waren und wie sie sich entwickelt haben. Es ist vielleicht mal wichtig, wann gekauft, wann verkauft. Also grundsätzlich noch ein Satz vorweg. Generell, wir haben dieses Jahr ein ganz, ganz spannendes Jahr erlebt im Edelsteinbereich. Wir sehen eine steigende Nachfrage. Wir haben auf der einen Seite ein weiterhin begrenztes Angebot, das heißt, also Investmentsteine in feiner Qualität werden immer seltener. Damit steigt auch die Begehrtheit. Und wir haben auch aufgrund des Umfeldes im Großhandel wie im Einzelhandel steigende Preise, deutlich steigende Preise. Im Großhandel, im Einkauf jetzt direkt bei der Mine auch verzeichnet, da sind die Preise angestiegen. In der Regel ist es so, dass es bis zu 12 Monate dauert, bis diese Einkaufspreise bei der Mine im Einzelhandel auch ankommen. Also auch gerade Kunden, die jetzt kaufen, die jetzt auch die dieses Jahr gemeinsam mit uns die Entscheidung getroffen haben, zu investieren, haben, denke ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen. Und diese Attraktivität wird auch die nächsten Jahre positiv bestehen bleiben. Also wir haben ein sehr, sehr positives Marktumfeld. Und wir haben jetzt einfach ein Beispiel mal hergenommen. Wir haben jetzt Steine, 3 Steine aus unserem Bestand, die wir gehandelt haben. Die sind also tatsächlich auch verkauft. Die werden von Kunden von uns aktuell gehalten, herausgesucht. Das ist einmal ein Rubin. 5-karätiger Rubin aus Mosambik. Wir haben einen Saphir dabei mit über 8 Karat aus Sri Lanka und einen Smaragd aus Kolumbien mit über 8 Karat, die wir jetzt mal vergleicht haben und uns angeschaut haben, wie haben sich denn die Preise in den letzten 10 Jahren entwickelt. Und Sie sehen schon am Chart, generell mal sieht der Chart sehr, sehr positiv aus. Wir haben also steigende Entwicklungen, Preisentwicklungen gesehen am Markt. Gerade wenn wir den Rubin uns anschauen, vielleicht da noch ein Wort mehr dazu. Mosambik ist ein sehr junges Abbaugebiet und ein sehr, sehr interessantes Abbaugebiet. Mittlerweile kommen 80% der weltweiten Rubine
in Investmentqualität, also in sehr, sehr guter Qualität aus Mosambik. Mhm. Das war in der Vergangenheit eher Burma. Mosambik wurde 2008, 2009 gefunden. Man hat in den ersten Jahren wenig gute Qualitäten und nur sehr kleine Steine gefunden. Und seit 2013, 2014 findet man wirklich sehr, sehr gute Qualitäten, die teilweise besser sind als diese Qualitäten aus Burma, die ja wirklich sehr, sehr gehypt worden sind in den letzten Jahren. Und aber noch nicht ganz die Preise von Burma-Rubinen erzielt haben, aber teilweise besser in der Qualität sind. Jetzt den Chart anschauen, das ist der rote Chart, der Rubin. Das waren Preise von 2014. Einstiegspreis waren 155.000 Euro im Jahr 2015. Heute wird dieser Stein gehandelt zu einem Marktpreis von 330.000 Euro. Wenn wir uns das anschauen und in einer Wertentwicklung pro Jahr ausdrücken müssten, umrechnen müssten, dann ist das eine Rendite von über 11% pro anno. Ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn, ja. Also das ist Rubine, wie gesagt, das ist der seltenste und begehrteste Farbedelstein der Welt. Er wird am meisten gehandelt und gerade die Qualitäten aus Mosambik in Investmentqualität machen einen Großteil des Marktes aus. In Burma findet man einfach nicht mehr ausreichend gute Qualitäten. Und die Nachfrage steigt zunehmend. Also wir sehen jetzt auch für 2020 eine richtige Welle auf uns zukommen, was die Nachfrage anbetrifft nach guten Qualitäten. Und dadurch, dass die Steine geologisch immer seltener werden, auch in Mosambik seltener werden, haben wir eine natürliche Begrenztheit. Beim Saphir, um auf den Saphir uns anzuschauen, das ist jetzt hier 2012 ein Kaufpreis damals von 107.000 Euro. Wir haben jetzt einen Kaufpreis in 2021 von 191.000 Euro. Das ist auch eine Rendite von knapp 6% pro anno. Kann sich sehen lassen, denke ich. Ja, natürlich. Also man muss ja bei der Geschichte immer sehen, wir haben es ja angekündigt. Ja, das ist also wie gesagt eine Beimischung zum Vermögen. Es geht darum, dass man da langfristig einen guten, positiven Realertrag hat. Natürlich, darum geht es in allererster Linie. Und dann kommt es natürlich auch auf das Portfolio im Farbedelsteinbereich an, das Sie ja dann zusammenmischen, je nachdem, wie viel der Kunde auch anlegen will. Und da gibt es natürlich auch noch kleinere Steine, die auch tolle Wertsteigerungen haben. Wir haben uns jetzt mal auf die drei beschränkt, oder Sie haben sich auf die drei beschränkt in dieser Marktrecherche. Und da fehlt jetzt noch einer, sehe ich gerade. Ja, das ist der Smaragd. Wir haben hier die drei Königssteine, Rubin, Saphir, Smaragd hergenommen. Die werden auch bei uns im Edelsteinkonto am meisten gehandelt, gekauft und verkauft. Das sind die Klassiker, das sind die Blue Chips der Farbedelsteinbranche. Und dann gibt es eben auch die Nebenwerte, wie den Tanzanit, den Aquamarin, den Zabolit und Mandarin, die auch sehr, sehr begehrt sind, aber nicht die Spitzenpreise erzielen. Und hier haben wir eben noch den Smaragd als dritte Komponente. Das ist mein Lieblingsstein, ein grüner Smaragd im sogenannten Musu Green, also eine wunderbare Farbe, wird in Kolumbien in den besten Qualitäten geschürft und exploriert. Der Stein hier hat einen Kaufpreis im Jahre 2012 von 130.000 Euro. Und im Markt der Smaragde ist eine neue Käuferschicht hinzugekommen in den letzten Jahren, und zwar vermehrt aus China und aus der Fernostregion. Gibt es eine Käuferschicht, die zu Wohlstand gekommen sind und die grüne Steine lieben, weil der grüne Smaragd ist quasi die Komplementärfarbe zum kommunistischen Rot. Und jeder Chinese, der auf sich was hält und seinen Protest zum Ausdruck bringen möchte und zu Vermögen gekommen ist, der kauft sich Smaragde. Und da sehen wir momentan eine ganz große Nachfrage, die auch für nächstes Jahr nochmal nächsten Step erreichen wird. Also die Voluminas steigen exorbitant. Und hier haben wir eine Preisentwicklung aktuell, Kaufpreis aktuell für diesen Smaragd von 196.000 Euro, also knapp 200.000 Euro, entspricht auch einer Rendite pro Jahr von in etwa 4,5-5%. Okay, super. Also es geht bei der Geschichte, wie gesagt, nochmal als letztes im langfristigen Sektor um die Beimischung. Es war mir auch mal wichtig, dass man also auch mal da natürlich die Wertsteigerung mal rauslässt, dass man da mal das darüber spricht hier auf meinem Kanal, weil wie gesagt, es geht natürlich schon darum, und das ist ja immer das, was ich den Leuten versuche mit auf den Weg zu geben. Also Geldanlage ist am Schluss ganz einfache Mathematik. Das heißt also, wenn ich mein Geld in 10 Jahren verdoppeln will, brauche ich eine Rendite von 7,2% per anno.
Wie gesagt, um die Inflation zu schlagen, wenn ich mehr machen will, also ich muss die Assets mir zusammenbauen, die zu meinem Risikocharakter passen als Anleger. Ich muss kurz-, mittel-, langfristig investiert sein. Ich muss börsliche wie auch außerbörsliche Investments im Portfolio haben. Und wie gesagt, die Großen dieser Welt machen es uns vor. Wir haben ja eingangs ein paar genannt von denen, die jetzt da Besorgniserregnis gezeigt haben in Bezug auf die ständig steigende Inflation. Und das Papier ist wertlos. Ja, ich habe es irgendwo hier. Mein Mitarbeiter reicht mir das gerade nochmal. Ich möchte es gerade mal in die Kamera halten. Und zwar jede Papiergeldwährung dieser Welt wird irgendwann dieses Schicksal ereilen. Also das ist, wie gesagt, wertloses Papier. Mehr ist es nicht. Also es ist ein Vertrauen, ein bedrucktes Vertrauen. Und mit harten Investments, mit harten Assets kann man, wie gesagt, auch sein Geld über die Zeit retten. Und Farbedelsteine sind definitiv für mittlere und größere Vermögen eine ganz entscheidende Alternative. Darüber wollte ich heute sprechen mit Chris Pampel, dem Experten schlechthin, wenn es um das Thema Farbedelsteine geht. Denn das deutsche Edelsteinkonto gibt es ja erst seit 2017, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber die Erfahrung in Ihrer Familie zum Thema Edelsteine ist natürlich schon Jahrzehnte alt. Und wenn Sie dazu kurz noch mal was sagen würden, weil das mich besonders auch immer interessiert, Großvater, Großmutter waren ja da schon aktiv. Ja, wir haben, also wir betreiben letztendlich den Edelstein als Investmentanlage schon in der dritten Generation. Wir sitzen in Chemnitz, in der ehemaligen DDR. Konnte man nur sehr schlecht Vermögenswerte kaufen, Aktien oder Immobilien als Kapitalanlage, das war nicht sinnvoll, ja, zu DDR-Zeiten. Mhm. Und meine Großeltern hatten eine Wirtschaft, eine Bauernwirtschaft, waren in der Zwangsmitgliedschaft in der LBG vereinigt und konnten in dieser Zwangsmitgliedschaft immer wieder mal auch den großen sowjetischen Bruder in Russland besuchen. Und damals galt bei uns das Sprichwort, was kann man denn aus Russland mitbringen? Und da galt damals schon der Grundsatz, das ist entweder Gold oder Edelsteine. Okay. Und in den 60er Jahren sind da schon quasi die ersten Familienschätze angelegt worden. Das heißt, meine Frau, meine Oma hat die ersten Rubine mitgebracht. Es wurde ein Familienschatz angelegt. Meine Mama hat diesen Familienschatz dann nach der Wende erweitert, ausgebaut. Also es gibt mittlerweile zu jedem Stein auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Und wenn die Familie zusammenkommt, dann schaut man sich tatsächlich diese Raritäten an und schwelgt in Erinnerungen. Und ich muss sagen, dass in den letzten Jahren auch gerade hier bei uns in den neuen Bundesländern wieder so ein bisschen eine Rückbesinnung stattgefunden hat auf Altbewährtes und Beständiges. Und wir haben heute über Rendite und Wertentwicklung gesprochen. Und man muss sagen, das hat bei uns in unserer Familie nie eine Rolle gespielt, dass wir mit Steinen, Steininvestments eine Rendite erzielen, sondern es ging ausschließlich um Vermögenssicherung, um einen Wertaufbewahrungsmittel zu finden, was beständig ist und auch was bequem in die nächste Generation übertragbar ist. Hat ja funktioniert, ja, ne? Wie man sieht, hat ja funktioniert. Das hat recht funktioniert und wir haben jetzt ja diesen Edelsteinen handelt dann quasi in der dritten Generation. Das bin ich halt als unternehmerische Tätigkeit erweitert. Wir sind ein Familienunternehmen, also die Gesellschafter sind die Eltern, das ist die Familie. Ich bin der Geschäftsführer und wir sind ein kleines, feines Familienunternehmen und schauen, dass wir eben hier für unsere Kunden wirklich die besten Rahmenbedingungen schaffen, um Vermögen zu konservieren und zu übertragen und bestmöglich anzulegen. Ja, perfekt. Also damit ist alles gesagt. Also wenn euch oder wenn dir das Video gefallen hat, ja, dann gib ihm doch bitte einen Daumen nach oben, lass auch ein Abo da, aktiviere auch die Glocke, damit du kein weiteres Video verpasst. Auch wenn er das nächste Mal zu Gast ist, Chris Pampel. Wenn es das volle Programm sein soll, dann auch auf der Internetseite www.zuvielbezahlt.de im Newsletter eintragen. Ganz viel kostenloser Content zu den Themen Erfolg, Unternehmertum und sichere und gewinnbringende Geldanlage warten da auf dich. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank nach Chemnitz, Chris Pampel, für die Zeit. Ja, vielen Dank. Viele Grüße nach Bad Kissingen. Hat mir viel Freude bereitet. Und ja, mir auch. Bis zum nächsten Mal. Dein Marco Reus.